Redemption Cemetery. Grave Testimony. Bloody rampage in the heart of the city. An unidentified group of gangsters went on a brazen shooting spree in the center of town last night, killing over a dozen people. According to reports, a surviving witness was seen at the scene of the crime. However, investigators have been unable to track down any further information regarding this person. A police spokesperson has stated that if this alleged witness was in fact at the scene, they have most likely already been taken by the gangsters and dealt with. Being in the wrong place at the wrong time can be fatal. You've witnessed a crime, and now you're a liability. It happens all the time. Witnesses simply disappear. People say those who know too much end up in the cemetery across the river. Sometimes they're buried alive. Moin Moin, da bin ich wieder. So, noch ein neues Projekt, Redemption Cemetery, Grabgeflüster. Das Spiel an sich kenne ich überhaupt nicht. Also, ich habe das Spiel jemals gespielt, noch habe ich irgendwie davon jemals gehört oder so. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Spiel genauso ist wie halt das Twilight. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Fangen wir am besten direkt mal an. So, ja, wir spielen auf normal, okay. Nein! Was ist hier los? Was für ein seltsames Licht und ich hörte Schüsse. Was denn für ein Spiel? Ja. Hallo, hallo. Meine Güte, irgendetwas hat gerade einen der Gangster unter Wasser gezogen. Aber wohin ist der andere verschwunden? Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Nein. Wir machen einfach mal so. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Gucken wir einfach mal, okay? Sehr gut, neuer Gegenstand, Zielfernrohr. So, so. Ah, hier ist ja noch was. Ein halbes Medaillon mit dem Namen eines Mädchens. Wer ist sie? Die Hälfte mit dem Foto fehlt. Ja, nimm's doch trotzdem mit. Macht er nicht. Gut. Ja. Dann gehen wir einfach mal... wir gucken einfach uns... Ich sollte mich von dem Sumpf fernhalten, wenn ich nicht darin versinken will. Ja, gehen wir einfach mal hier hin. Da haut der Penner ab. Dieser Gangster macht sich in dem einzigen Boot davon. So eine Bombe auf den werfen oder so. Was ist das denn, hey? Etwas hält den Gangster davon ab zu fliehen. Vielleicht kann ich mir etwas näher ansehen. Ja. Nehmen wir einfach mal das... Ah, Hände. Ah! Das Boot ist auch weg. Dann, ich brauche Flügel, wenn ich an den Hut gelangen möchte. Ins Wasser kriegt mich keiner. Gut. Gucken wir einfach mal. Oh, weiter. Kann ja spaßig werden hier mit dem Spiel. Schädelteil. Gut. Das nehmen wir mit. Was haben wir hier? Aha, uns fehlt also eine Kerze. Kann man hier was einsetzen? Nein. Okay. Hier ist auch nichts. Wie gehen wir denn wieder raus? Okay.
Den Hut, ja, ja, das wissen wir schon. Gut, hier kann ich nichts mehr machen. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. See des Todes. Ja, da hängt ja schon einer. Ah, hier. Können wir den... Perfekt. Und wir bekommen... Ja, leeres Medaillon-Hälfte. Okay, und die... Kerze. Guck mal, da hängt der einfach so rum. Wie viele verlorene Seelen gibt es nur auf dieser Insel? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Gibt da hinten aber... Nee, okay. Dann gucken wir einfach mal, ob wir die Kerze da... Vielleicht ist hier schon angezündet dann. Oh mein Gott. So. Und jetzt? Ah. Okay. Abgesehen, die sind falsch. So, die da rüber und da. Tada. Wo willst du hin? War das ein Signalfeuer? Und da kommt ein Mann in einem Boot. Oh, er sieht aber gar nicht freundlich aus, mein Gott. Ich meine, ich sollte das Spiel mal anders vorlesen irgendwie, ne? Aber, ja, okay. Ah, another lost soul. There's no leaving this grim isle without my help. 3 soul stones is the toll for safe passage. The restless spirits of this island carry the stones, but they won't part with them until they find peace. Take this crow with you. He will help you as he is able. Komisch, die Spiele sind total identisch. Bei dem einen Spiel habe ich eine Katze, hier habe ich einen Raben. Naja, okay, dann gehe ich mal davon. This crow is unlike any other. Provide him with a rune like this one, and he will help you. Go ahead, take it. Dies ist eine Krähenrune. Sie erweckt die mystische Krähe zum Leben, damit sie dir hier helfen kann. Sammle die Rune ein, um die Krähe zum Leben zu erwecken. Aha. Tada. Dies ist eine mystische Krähe. Sie wird dir helfen, wenn du Hilfe benötigst. Und ich weiß auch, wo du mir helfen kannst. Ja, genau. Gib mir, hol mir den Helm. Ach, Quatsch. Den Hut. Ja. Flieg. Tada. Boah, die Krähe hat dir geholfen, an den Hut zu kommen. Sammel weitere Runen, um die Krähe einzusetzen. Mein Gott. Was hier? Ah, das Foto. Ja. Dies mit einem... Was? Dies mit einem grünen und markierten Gegenständen können kombiniert werden, um neue Gegenstände zu erhalten. Um dies zu erreichen, musst du einen Gegenstand nur auf einen passenden anderen Gegenstand im Inventar ziehen. Ah, ha. Dann machen wir das doch mal. Komm. Hallo. Ich kann nicht. Ah, hier. Tada. Mysteriös das Ganze. Bleibt er hier? 3 soul stones is the toll you must pay. Aha. Bring them to me. Ja, ja. Ja, ja. Also wir gehen mal zurück und gehen hier zu dem Penner. Und wir hängen das hier mal dran. Und löst er sich dann auf? Nein. Bin ich dann total verrückt geworden? Nun sehe ich schon Gespenster. Oh mein Gott. Wo willst du hin? It's you! Funny how things work out, ain't it? We bring you out here to put you 6 feet under, but it seems we're the ones who need burying. Sorry you got dragged into this mess. You weren't supposed to see us taking Watson's daughter. We just wanted the ransom, but things went all wrong. She died down in that mine. Something horrible happened. Please, maybe you can help her. She's just a kid, you know? I can take you back to when it happened. Ja, dann gehen wir einfach mal dahin, ne? Wir reisen einfach mal. Ja,
Edelhübel klingt nach einem tollen Ort. Und diese Gangster haben das arme Mädchen hierher verschleppt. Oh mein Gott. Wir gucken einfach mal. Der Wagen ist bestimmt abgeschlossen. Abgeschlossen, war ja klar. Ich benötige einen Schlüssel, um ihn zu öffnen. Ja, gucken wir mal hier. Seitentüre. Oh, die geht auf. Patronen. Ein Wackeldackel. Ich werde glaub. Ja. Dieser Stoff wurde aufgerissen. Was ist dahinter? Was ist dahinter versteckt? Ah. Können wir hier nichts mitnehmen? Ne, können wir nicht. Okay. Dann machen wir hier auch mal. Aha, okay. Ist das Erde und Blut gar nicht gut? Ich sollte den Spiegel reinigen. Dann mach das doch. Ich habe aber nichts da zum Reinigen, Penner. Komm mal hin. Okay. Was ist das? Ist das jetzt auch ein Spiel schon wieder oder was? So, so. So, so. Aha, okay, hab verstanden. Kofferraumschlüssel. Ja gut. Was haben wir hier noch? Batterie, nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Schleudergummi, nehmen wir. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. Die Zeitung. Das Mädchen könnte sterben, weil die Gangster gierig wurden. Ich sollte mich beeilen. Ja. Genau. So machen wir das. Immer mit. Nehmen alles mit. Genau. So, dann gehen wir erstmal in den Kofferraum. Und wir schließen den Kofferraum auf. Und wir finden einen Reifen. Und eine Pferdestatue. Statue ist gut. Ein Zielkanister. Mehr nicht. Ja, dann lass uns mal weiter gucken. Warte mal, warte mal, warte mal. Scheiße. Come on, Missy. We get somewhere nice and cozy for you. See? Come Help on. Me! Somebody! Komm, wir gehen erstmal zurück. Und wir nehmen hier diesen Lappen, oder was auch immer das ist. Taschentuch, genau. Dieses Metallschild ist so schwer, um es anzuheben. Vielleicht kann ich Hebelwirkungen nutzen. Ja, aber mit was? Benzinkanister? Nein, okay. Was wir aber jetzt machen können, ist den Spiegel, glaube ich, reinigen mit dem Tuch, oder? Tada! Okay, 347. Für was auch immer das ist. Gucken wir mal, ob wir hier noch was machen können. Hier können wir ja nichts mehr machen, ne? Können hier nur noch das. Gut, dann gehen wir einfach mal hier hin. Und den Haken. Sollen wir mal den Haken nehmen und den verprügeln? Ne, das geht nicht. Scheiße. Ah, hier. 3, 4, 7. Und offen ist das Teil. Was ist das? Durchsuche die Szene nach dem abgebildeten Gegenstand. Ei, eine Art so wie ein Wimmelspiel. Aber ich muss halt jetzt nur die passenden Gegenstände finden. Ja, ja, ja. Setze das Medaillon. Da. Hallo, würde ich ja gerne machen. Meine Gegenstände kannst du in der Szene einsetzen, um andere Gegenstände zu finden. Gut. Dann machen wir das dann. Setzen wir das ein. Ich muss die Ringe richtig einstellen. Die Frage ist, wo ist hier oben und wo ist unten? Ne? Na, also das hier wird wohl unten sein. Da haben wir da schon mal was. So. Hier war einmal ein Foto. Ja, und jetzt? Wo ist es jetzt?
Ich benötige einen Schlüssel. Oh, wei. So. Was ist das denn? Sieht wie der Abdruck eines Siegelrings aus. Habe ich nicht so einen Ring? Nee, habe ich natürlich nicht. Hey. So. Lass mal hier rausgehen. Es muss einen Weg geben, die Kiste herabzulassen. Vielleicht mit dem Haken. Klappt. Diese Glocke könnte den Gangster ablenken. Ich sollte sie schlagen und mich an ihm vorbeischleichen. Aha. Ah, hier, guck mal hier. So. Aber ein Hebel fehlt. Ja, nee, ist ja klar. Immerhin ein Versuch wert. Okay. Finde ich denn jetzt hier alles drin, oder? Eine Puderdose. Was kann ich mit der Puderdose denn machen? Ja. Was ist das dann? Ich kenne die Kombination nicht, aber ein wenig Puder sollte mir anhand der Fingerabdrücke zeigen, welche Knöpfe am häufigsten gedrückt wurden. Oh ja. Die Okay, ich denke mal. Jetzt kann ich sehen, welche Knöpfe am häufigsten gedrückt wurden. Ich gehe mal davon aus. Der hier, der hier, der hier und der hier. Tada! Wir haben den Schlüssel. Mit dem Schlüssel schließen wir hier auf. Und wir haben den Ring. Mit dem Ring machen wir hier oben weiter. Und wir kriegen ein Foto. Das tun wir mal hier hin. Ja. Irgendwie so funktioniert das. So. 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 Und wir haben die Gürtelschnalle, was auch immer wir damit tun werden. Was könnte sich noch... Ja, okay, alles klar. Dann würde ich mal sagen... Mache ich hier mal eine Pause und vielleicht gefällt euch das Spiel ja und wir sehen uns dann die Tage halt, ne? Bis dann. Tschüss.